Jetzt erzähl mal was über deine Java. Da gibt es ja viel zu erzählen. Nicht viel? Das ist ein einmaliges Stück. Wenn wir da so hingucken, da gibt es viel zu erzählen. Ja, also original ist nur der Motorblock. Das Oberteil? Das Motorgehäuse, ja. Ja. Das Innenleben ist auch schon verändert. Drehzahlmesser ist nachträglich dran gebaut. Zweiter Vergaser ist drauf. Zylinder sind größer wegen der Kühlung. Sind MZ-Armatur, ne? Ja. Ja. Die Lampe auch. Tank, Lampe, alles MZ. Mhm. Wie viel Kubik haben wir hier drin? 350. Was schätzt du von PS? Zwischen 30 und 35. Okay. Also da geht die Post ab. Ja. Also im dritten Gang hier, falsch Steinbach auf mit 100. Der dritte Gang hoch? Ja. 100 Sache, Wahnsinn. Geht die voll ab. Was sind das für Auspuff? Die sind von der Java 350 California, von der 360er. Waren die hinten so? Die sind original so, ja. Ja, gut. Aber die hat normalerweise die mit dem kleinen Loch, ne? Wie so, hinten wird es zusammengehen, wie so eine Zigarre sehen die aus. Ja. Junge. Duplex-Bremse vorne von der Pannonia. Pannonia, ja. Hier, Chefin, das ist der 350er Java, gell? Nur mal so nebenbei. Ganz hast du noch nie gesehen. Kann, gell? Den brauchst du auch. Ja. Die hat nämlich Durst. Ja, die goldene 10 Liter durch. Ja. Hier, solche Zigarrenauspuff hat die Original. Mhm. Gut. So, Temperatur. Thermostat hat er heute eingebaut. Ja, ist nur zur Sicherheit, wenn du merkst, die wird so warm. Musst du weg vom Gas. Hey, guck. Siehst du noch die Luftfilter? Aha. Schaumstoff, ja. Nee. Nee, das ist Papier. Ah, okay. Aber die kommen raus, dann kommen K&N rein. Dann. Ja. Willst du in Illenhausen jetzt mitfahren mit dem Ding? Na, musst du immer schnell überlegen, weil wir sind schon ziemlich viele Leute. Ja. Ja. Muss halt mal Bescheid sagen. Eintritt. Sound ist echt geil.